Hey, Alter, das ist echt nicht cool. Enzo ignoriert ihn einfach. Das sollte ihm eine Lehre sein, falls er mich noch einmal anfassen will. Oh, keine Sorge, der Idiot hatte es bestimmt verdient. Stimmt's, Kumpel? Jogginghose Nummer 2 nickt schnell. Man darf dem Anführer nicht widersprechen, sonst wird man noch von der Gang ausgeschlossen. Immer ein netter Gesellschaft. Entschuldigung. Immer in netter Gesellschaft, Clement. Sieht aus, als würde dir eine nicht reichen. Du musst gleich beide flachlegen. Die Jungs lachen dümmlich vor sich hin. Aber bitte geht doch endlich. Oh Mann. Au ab, Enzo. Ich weiß nicht, was es uns angeht. Wenn du keine abkriegst. Aufgebracht versucht Enzo zu antworten. So, musst du gerade sagen. Wenn ich du wäre, hätte ich deine Mädels schon lange flachgelegt. Mit diesen poetischen Worten ziehen er und die Jungs ab. Dabei lachen sie so laut wie möglich. Boah, die Musik macht mich immer ganz kirre in der Birne. Unglaublich. Ach, du musst die Idioten verstehen. Ich werde von vielen beneidet. Ich bin immer in netter Gesellschaft und ihr seid die hübschesten Freundinnen, die man haben kann. Da sind sie auch alle gleich ganz bezaubert, ne? Oh, wie süß. Du bist einfach niedlich. Warum habe ich das bloß gesagt? Hey Mädels, ich bin kein Katzenbaby. Naja, braune Augen hätte er ja so. Hm? So, mein Kätzchen, ich muss los. Meine Eltern und Alex warten. Versprichst du, dass wir uns in den Ferien sehen, Jasmin? Ja, unbedingt. Sommerferien werden es nicht sein, ne? Ach ja. Ausschlafen ist so toll. Ich kann seit 4 Jahren nicht ausschlafen. Ich beneide jeden da draußen, der es tun kann. Ach Gott. Ich sehe auf mein Handy eine SMS von Jasmin. Da ist noch was von Clement. Ah, das schafft er doch nie. Warte mal. Ich niedlich. Du bist dabei niedlich. Achso, genau, über Jay. Ich niedlich? Wie kommst du darauf? Ja, du bist so schön eifersüchtig auf Jay, wenn Jasmin mal wieder übertreibt. Zäh, Quatsch. Ich ärgere sie bloß gerne. Sie ist ja komplett von ihm besessen. Mit der Casagnola ist nicht zu scherzen. Enzo muss echt nachsitzen. Ja, es sei denn, er gibt seine Hausaufgabe doch noch ab. Ja, das schafft er doch nie. Und deine Ferien gut oder gut? Toll, ich kann ausschlafen. Und du? Bist du bei deiner Familie? Ja, es ist cool, die Cousins wiederzusehen. Wir machen zusammen Sport. Kommt man denn auf sowas? Stimmt, du bewegst dich sicher weniger. Nur die Finger, wenn du mit Alex zockst. Nee. Okay, Jasmin. Achso, das war ne, mit Ding. Also die Nachricht ist gar noch nicht reingekommen. Moment. Hallo Süße, sicher schläfst du noch. Gehen wir heute Nachmittag zusammen shoppen? Super, ich habe mir schon lange nichts Neues mehr gekauft. Werde ich nie verstehen. Ich antworte ihr. Ja, Süße, unbedingt. Um 14 Uhr vor dem Café. Okay, bis später. Huch. Klopft an der Tür? Ja. Natürlich. Und endlich wach. Ja, warum? Ich warte auf dich, um zu spielen. Oh, ich komme. Natürlich. Aber heute Nachmittag bin ich nicht da. Nicht schlimm. Ich auch nicht. Ich treffe Nathalie. Wer ist das denn? So ein Mädchen aus dem ersten Jahr des BTS. Sie sieht echt Hammer aus. Die schlich schon eine Weile um mich herum. Da habe ich beschlossen, großmütig zu sein. Klar. Weißt du überhaupt, was das Wort heißt? Danke, ich bin nicht dämlich. So. Komm, beweg deinen Hintern, ich warte. Eieieiei. Ach ja. Ach, es ist schon wieder Nachmittag. Ah, da bist du ja endlich. Oh, ich bin fast pünktlich. Nur 5 Minuten zu spät, das zählt nicht, oder?
wo möchtest du zuerst hin? Also, ich dachte mir, ich habe noch nicht genug Nagellack. Haha, machst du Witze? Nein, aber ich habe so ein Tutorial gesehen. Da hatte ein Mädchen Nagellack in ganz tollen Farben. Es war mehrfarbig, in lila, blau und pink. Alles auf einem Nagel. Na dann, jetzt verstehe ich. Alles klar. Mach dich nur lustig. Ich bin sicher, das wird dir gefallen. Außerdem brauche ich wieder Glitzer. Wir haben letztes Mal ziemlich viel davon benutzt und er ist fast aufgebraucht. Na dann los, lass uns Glitzer kaufen. Ah, wenn dich dein Leben nervt, streu Glitzer drauf. Ah, wir haken uns ein und freuen uns über unseren Mädelsnachmittag. Wir plündern den ersten Laden. Natürlich stürzen wir uns auf den mehrfarbigen Nagellack und auf den mit Glitzer. Die Aktion 3 zum Preis von 2 mussten wir schließlich nutzen. Jede von uns hat 12 Nagellacke gekauft. Wie bitte? Das ist verrückt, aber es macht einfach Spaß. Jetzt können wir ganz viele Nail-Art-Experimente machen und uns alles Mögliche auf die Nägel kleben. Kann's kaum erwarten. Wir waren auch in unserem Lieblingsklamottenladen. Was das angeht, passen wir perfekt zusammen. Jasmin hat einen tollen Modegeschmack. Wir folgen nicht einfach nur den neuesten Trends, sondern beraten uns gegenseitig, passend zu unserem Stil. Mittlerweile schleppen wir eine ganze Menge Tüten. Laila, ist das da nicht Henry? Wir kommen an einem schönen, teuren Laden vorbei. Ein Laden für Musikinstrumente. Klaviere, Gitarren, Schlagzeuge, Saxophone. Es gibt dort einfach alles. Henry unterhält sich mit dem Verkäufer. Bei ihm ist ein Mann mit langen Haaren. Ist das sein Vater? Das wäre komisch, sie sind so unterschiedlich. Der Mann ist genauso groß wie Henry, also ziemlich groß. Im Nacken hat er einen Pferdeschwanz und ist sehr gut gekleidet, sehr modisch, aber ohne zu übertreiben. Henry dagegen sieht aus wie immer, ein kurzärmeliges T-Shirt über einem langärmeligen, eine unförmige, zu weite Hose und alte, uncoole Turnschuhe. Und dann noch seine Frisur und seine Brille. Ein Kontrast wie Tag und Nacht. Wir sind vor dem großen Schaufenster des Ladens stehen geblieben und so sieht er uns irgendwann. Er nickt uns leicht zu, um uns zu grüßen. Ich winke ihm zu, als wäre ich 5 Jahre alt. Ah, hallo! Oh Mann. Offenbar ist mein Lächeln ansteckend, denn auch er lächelt. Nun unauffällig, obwohl er sich bemüht, es zu unterdrücken. Dann dreht er sich wieder um zum Verkäufer, der weiterredet. Ja, ist gut, ich glaube, er hat dich gesehen, Laila. Komm, wir gehen. Jetzt, Jasmin zieht mich am Arm. Gehen wir was trinken? Ich bin erledigt, und du? Ja, die Tüten werden langsam echt schwer. Ja, so ist es. Hallo, hier bin ich. Sieh mich an. Am besten klopft sie noch gegen die Scheibe. Ne? So. Und dann druckt sie noch so ihre Nase hin und dann druckt sie so ihre Lippen noch ab und so. Ich freue mich, dass ich das Top gekauft habe. Es ist wirklich schön. Und es steht dir echt gut. Aber dir steht eh alles. Musst du gerade sagen? Ja, du kannst schließlich auch alles tragen. Wir lachen beide. Ach ja. Komm, Nagellack? Nagellack. Dann aber bitte nicht schnüffeln dran, ne? Jasmin lackiert mir die Nägel in rosa, mit Glitzer. Ich sehe ihr gerne zu. Sie gibt sich viel Mühe. Meine Gedanken schweifen ab. Sie wandern zu Henry. Mal was ganz Neues. Nachdem ich ihm letztes Mal im Englischunterricht durch die Blume gesagt habe, dass ich an ihn denke. Klar, durch die Blume stimmt nicht ganz. Ich habe ihm direkt gesagt, dass ich an ihn denke. Oh Mann. Jasmin beginnt mit der anderen Hand. Die Farbe steht dir wirklich gut. Ah ja, stimmt. Was hat Henry wohl in diesem Laden gemacht? Meinst du, er macht Musik? Ja, haha, das Thema Henry hatten wir ja schon echt lange nicht mehr. Ich fange noch an zu glauben, dass du in ihn verliebt bist. Sie sieht mich durchdringend an. Sie versucht herauszufinden, ob meine Antwort ehrlich ist. Das ist doch Unsinn.
Und darüber macht man auch keine Witze. Das war kein Witz. Klar. Und nein, ich bin nicht in ihn verliebt. Ja, okay. Ich bin nur neugierig. Das ist alles. Du nicht? Ahaha, nein, nicht wirklich. Warum sollte ich? Meinst du, der andere Typ war sein Vater? Du gibst doch echt nicht auf, was? Was denn? Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass da noch ein anderer Mann war. Was können wir denn noch sprechen? Jetzt pass mal auf. Wir könnten über das Konzert sprechen. Nein, über das Konzert will sie nicht sprechen. Dann reden wir über Henry. Laila? Jaha. Komisch, Henry in so einem teuren Laden zu sehen. Kannst du ihn nicht mal ein bisschen in Ruhe lassen? Okay, über wen möchte sie vielleicht noch reden? Vielleicht möchte sie noch über Clement reden? Nee, über Clement reden wir nicht. Dann reden wir über Jay. Dann lenken wir sie ab und reden über Jay. Warte, Jay war hier unten. Na komm, was? Sie will nicht über Jay reden? Merkwürdig. Tiffany's Anhänger? Oh, was ist denn mit dem passiert? Mein armer kleiner Jay. Das ist nur ein Schlüsselanhänger, Jasmin. Ich weiß, aber es ist trotzdem traurig. Wo hast du den gefunden? Auf dem Boden, in der Eingangshalle, der Schule. Sieht aus wie der von Tiffany, findest du nicht? Meinst du, es ist ihrer? Keine Ahnung. Ach, das war jetzt alles. War das jetzt so wichtig? Okay. Das war ein sehr schöner Tag. Gut, insgesamt war es ein ziemlich teurer Tag, aber das tat gut. Ich werfe einen Blick auf das Buch, das Henry mir geliehen hat. Es liegt auf meinem Schreibtisch. Ich sollte es mal lesen. Ich lese lieber Romane, vor allem solche mit Happy End. Aber mal ein bisschen Abwechslung kann nicht schaden. Außerdem ist das Buch von Henry. Ich mache es mir auf meinem Bett bequem. Ich öffne das Buch. Da klebt ein kleiner Zettel drin mit einer Nachricht. Eine Nachricht von Henry. Seine Schrift ist klein, aber sehr schön und gut lesbar. Ich lese. Bravo, Laila, du hast das Buch geöffnet. Das ist schon mal ein guter Anfang. Es bleiben dir noch 260 Seiten zu lesen, aber keine Sorge, ich begleite dich durch die Kapitel. Henry. Ahaha, Henry. Henry, der Witze macht. Er muss geahnt haben, dass diese Art von Buch nicht mein Lieblingsgenre ist, aber er ermutigt mich trotzdem, es zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich seine Nachricht niedlich oder eher beleidigend finden soll. Ich entscheide mich für die bequemere Antwort. Die Nachricht ist eher lustig und nett.